troop to send. Sunlight. I've been dreaming of it for months. But it's hard to enjoy alone. The crash seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica. Ja, also endlich ist das Spiel offiziell erschienen und wir kämpfen uns hier gerade durch die ersten Folgen, wo wir uns natürlich erstmal ausstatten müssen, um überhaupt etwas hier zu unserem Besten zu tun und erstmal hier zu überleben. Denn uns fehlt am Anfang alles. Wir haben kein Messer, wir haben keinen Scanner, wir haben kein Reparaturzeug und wir haben auch gar keine Gegenstände, keine Fahrzeuge, mit denen wir hier durchs Wasser gleiten können. Und wir bekommen hier schon die nächste Nachricht. Receiving pre-recorded distress call, laying back. This is Lifepod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Signal location uploaded to PDA. So, dann wollen wir mal gucken, wo ist denn diese. Wo ist denn diese Koordinate gewesen? So, hier ist es. Untiefen. Besatzung meldet defekten Seegleiter. So, das können wir uns mal. Ach, das ist schon aktiviert, okay. Das heißt, wir können uns gleich mal angucken, wo es ist. Es ist 461 Meter weit weg. Und das ist für uns eigentlich noch ein ganz schönes Stück. Das wäre da hinten. Und wir haben momentan ja noch nicht die Möglichkeit, irgendwie. Fliegt ihr über Wasser oder was? Oder sieht das nur so aus? Das sieht nur so aus. Wir können da aber vielleicht mal versuchen, hinzuschauen. So, ich hoffe, dass wir die schnell noch erreichen können. Nicht, dass denen was passiert. Und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir hier so ein bisschen auch Technik unter Wasser scannen. Es geht ja darum, wir haben ja uns ja einen Scanner gebaut. Und dieser Scanner, der ermöglicht es uns, hier Technologien, die von der Aurora runtergefallen sind, zu scannen. Das heißt, wir können gucken, wenn wir irgendwas finden, haben wir überhaupt Essen dabei? Bevor ich jetzt hier losfahre. Bisschen was zu essen haben wir dabei. Ist alt. Okay, dann essen wir das aber nochmal, bevor es gleich total verkommen ist. So, Wasser sollten wir auch ein bisschen zu uns nehmen. Gut. Und eigentlich hätte ich jetzt auch gerne noch ein Medikit genommen, aber das habe ich jetzt gerade gar nicht dabei. Ich weiß gar nicht, warum sind wir eigentlich verletzt? Ach so, ich weiß es doch. Wir sind verletzt, weil wir den explodierenden Fischchen begegnet sind. So, was haben wir denn hier? Das ist nix. So, am Anfang vom Spiel ist es erstmal ganz wichtig, dass wir hier uns solche Sachen hier besorgen. Da ist noch was zum Scannen. Ich weiß gar nicht, hatten wir das schon? Gravitationsfallen, Fragment? Ihr solltet alles scannen, auch wenn ihr das schon erforscht habt, weil ihr bekommt nämlich immer noch
Sachen dafür. Wenn ihr, selbst wenn ihr es komplett erforscht habt, bekommt ihr Titan. Und Titan könnt ihr wirklich in rauen Mengen gebrauchen. Und was uns jetzt am Anfang ganz wichtig... Warning. Local radiation readings suggest the Aurora's drive has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Oh, oh, oh. Also wir haben die drei gefunden, aber wir sind auch hier, wir werden auch verfolgt von dem da. Und der hat so grüne Punkte. Das ist gar nicht gut, dass der grüne Punkte hat, denn der ist von irgendwas befallen. So, was haben wir denn hier? Wir, die 3 ist wohl... Hier gab es wohl einen kleinen Unfall. Irgendetwas scheint wohl hier die Bordwand aufgebrochen zu haben. Und unsere Leute sind nicht mehr hier. Aber es gibt ein PDA. Rettungskapsel 3. Besatzungsaufzeichnung. Und wir haben einen Kompass bekommen. Einen Kompass können wir jetzt auch bauen. Wir gucken uns mal weiter um, was wir hier noch bauen können. Allerdings müssen wir vorher ganz schnell nochmal Luft holen. Und ihr habt's gehört, die Strahlungswerte der Aurora sind ganz... Mist. Na komm. Die Strahlungswerte der Aurora werden immer schlechter. Wir müssen also gucken, dass wir da was machen. Vielleicht können wir irgendwie die Aurora retten. Vielleicht können wir irgendwie rüberschwimmen und vielleicht schon mal... immer noch. Der hat uns nochmal gebissen. Oh, es sind ganz viele hier. Oh, jetzt sind wir gestorben. Da habe ich zu viel gewagt. So, wir haben jetzt zum Glück nichts verloren. Die haben unsere Sachen noch dabei. Ich glaube, es fehlt nichts. Aber ich wollte ja da noch so ein bisschen Technik und so aufsammeln. Das ist natürlich jetzt Mist. Was ist denn hier mit den Texturen los? Wieso ist denn das so schlecht aufgelöst? Ich glaube, da müssen wir nochmal raus und nochmal reingehen. Ist das immer so? Ist das mir noch nie aufgefallen? Das kann doch nicht sein. Hallo? Moment mal. Einstellungen... Grafik, Kantenglättung, Hoch, Bewegungsunschärfe, Umdeckungs, Ich glaube, ich habe doch alles auf Hoch, oder? Kantenglättung, ja doch, ist alles ganz gut. Warum habe ich denn hier so schlechte Auflösung? Ja, ist egal. Wir haben ja viel zu tun. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns hier ein bisschen... Wir können hier ein bisschen Titan noch herstellen, weil wir hatten ja so ein Frackstückchen da aufgesammelt. Und wir können jetzt hier bauen einen Kompass. Zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Okay, dafür brauchen wir ein Kupferkabel, ein Kupferdraht und wir brauchen einen Kabelsatz. Okay, müssen wir gucken, dass wir uns das besorgen. Und dann haben wir hier noch zwei neue Sachen. Wir können jetzt die Seeboje bauen. Das sind so Markierungsdinger. Und wir können eine Gravitationsfalle bauen. Mit der können wir Fische leichter fangen. So, wir gucken mal hier. Ein Pfadfinderwerkzeug setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus der Höhle zu markieren und einen Bereich, in dem die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Das ist neu. Das hatten wir vorher noch nicht. Mhm. Aber das wird eine Zeit lang dauern, bis wir das machen können. So, ich würde sagen, wir müssen erst noch mal ein bisschen Material sammeln und wir nehmen einfach mal die Bodenschleuse. So, hier ist mit den Texturen alles in Ordnung, aber irgendwie in der Boje ist irgendwie alles total schlecht aufgelöst. Da ist irgendwie, hat sich da die Textur wahrscheinlich falsch geladen. So, und schon wieder ein Pirscher. Diese Mistviecher. Diese kleinen Mistviecher. Pass auf, wir tun dir jetzt mal was besorgen uns. Wir besorgen uns jetzt hier mal ein paar von den Dingern. Ja, ja, ja.
Wo ist er? Na, komm doch nochmal her. Komm doch nochmal her. Das kommt doch nochmal. Feigling. Komm her. Komm. Du Feigling. Komm. Komm. Ja, komm doch. So, was auf. Jetzt tun wir uns so ein Ding hier unten reinsetzen. Achtung. Komm mal her. So. So, jetzt hat er seinen Spaß. So schnell wird der nicht mehr tauchen können. So, wir sind natürlich jetzt ziemlich verletzt, aber das war es mir mal wert. Und er hat jetzt auf jeden Fall zwei von diesen Aufsitzerpflänzchen. Und wir haben wieder so ein Explosionstierchen hinter uns gehabt. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Das war das Falsche. Warte, das hier wollte ich haben. Oh, Medikit ist noch. Dann haben wir bestimmt auch welche hier drin. Oh, ich hatte auch eins dabei. Alles klar. So, erstmal das. Dann müssen wir was essen. Alter Fisch geht aber noch. Und trinken müssten wir auch was. Das heißt, wir müssen uns noch mal ein paar von den Blasenfischen besorgen. Jetzt kümmern wir uns aber darum, dass wir hier ein bisschen Technik scannen. Der ist immer noch da hinten unterwegs. Aber dem haben wir es gezeigt. So. Blasenfische, genau. Wir sammeln Blasenfische und versuchen, hier so ein bisschen Technik zu scannen, die auf dem Boden rumliegt. Denn wir wollen auch möglichst schnell ja irgendwie Segleiter bekommen und so. Eigentlich können wir alle Sorten von Fischen ruhig mitnehmen. Na komm her, kleiner Klubschi. So, da haben wir noch eine Pflanze mitgenommen. Den Klubschi nehmen wir auch mit. So, wir wollen aber, müssen aber dringend Blasenfische bekommen. Das sind die hier. Und da ist noch einer. Komm, komm, komm. Da ist noch ein Blasenfisch. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe jetzt mal gehört, die Blasenfische und die Fische, die kann man auch überfischen. Wenn man zu viele holt, gibt es irgendwann keine mehr. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Denn wir müssen ja erstmal um... Ja, ja, komm her. Komm her. Komm, komm. Wir müssen ja was zu essen haben. So, da ist wieder unser Freund mit den zwei Auftriebspflänzchen dran. So, wir schwimmen aber jetzt mal ein bisschen von dem weg. Der geht mir ein bisschen auf den Geist. So, hier hinten ist noch ein bisschen Titan. Das nehmen wir uns noch mit. Und ich weiß gar nicht, eigentlich so war auch gar nicht weit weg von unserer Boje. Ist eigentlich so wirklich im Sichtfeld von der Boje. Da lag doch überall Technik rum. Wir hatten doch schon so verschiedene Sachen gefunden. Denn unser nächstes Ziel soll eigentlich sein, dass wir uns zur Aurora begeben. Aber dafür müssen wir vorher noch einen Strahlenschutzanzug uns bauen. Und dieser Strahlenschutzanzug, den müssen wir erstmal finden. So. Also die Technologie müssen wir erstmal auftreiben. Und die finden wir hier bei verschiedenen Frackteilen. Zum Beispiel hier könnte was drin sein. Nee, da ist nichts drin. Ist hier was drin? Nee, ist auch nichts drin. Hier? Das könnte... Nee, ist nichts drin. So. Wie gesagt, wir suchen ja auch noch so eine... Da haben wir was. Segleiterfragment. Sehr gut. Das scannen wir schon mal. Eins von zwei. Wir müssen also noch eins finden von den Segleitern. Dann können wir uns schon mal einen Segleiter bauen. Und sind damit schon mal wesentlich schneller unterwegs. Wir müssen halt jetzt erstmal hier ein bisschen Luft tanken. So. So. Und damit sind wir wieder lüftig aufgetankt. So, wir gucken mal, ob wir hier noch ein paar mehr von den Frackteilen finden. Da ist wieder ein Pirscher. Und den Pirscher könnten wir eigentlich auch mal scannen. Ich glaube, die haben wir noch nicht gescannt. Die haben wir denn dich schon gescannt?
Ich glaube, dich haben wir schon gescannt, oder? So. Ja, wenn wir natürlich hier so Sachen sehen, wie das da zum Beispiel, das können wir natürlich auch gleich aufsammeln. Oder hier das. Nee, nee, du musst schon mitkommen. Komm. So. Ja, am Anfang müssen wir noch ziemlich auf Sauerstoff achten. Später im Spiel ist es nicht ganz so wichtig. Da haben wir dann andere Möglichkeiten, uns mit Sauerstoff wieder aufzutanken. Aber jetzt ist es erstmal so, dass wir zuerst noch so ein Siegleiter-Fragment brauchen. Warte mal. So. Da ist noch einer von unseren Freunden. So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie das aussieht. Und ich müsste eigentlich mal einen Screenshot von dem machen. Zuletzt in der zweiten Folge. Da wäre es nämlich cool gewesen, wenn wir da einen Screenshot von ihm gehabt hätten. Aber ich habe tatsächlich immer mit dem Flüchten zu tun, wenn wir denen begegnen. Und kann dann keine Screenshots machen. Was? Mein Inventar ist voll. Oh ja, mein Inventar ist voll. Das heißt, wir müssen erst nochmal zurück. Da ist unsere Boje. Wir sind einmal im Kreis geschwommen. So. Und ich brauche noch ein Seegleiter. 30 Seconds. Ich brauche noch ein Seegleiter-Fragment, damit wir das bauen können. Irgendwelche Frackteile hier. Da hinten liegt noch irgendwas rum. Da ist noch so ein Fisch. Ich versuche mal einen Screenshot von dem zu machen. Auch wenn er jetzt gerade uns natürlich geschadet hat, ist es trotzdem. Ich brauche so einen Screenshot. Mensch. Hey, Fische. Da ist wieder unser Freund. Der wird die Dinger übrigens nicht loswerden. So, und hier liegt was. Ah ne, das ist so eine. Das ist gar keine Technik, das ist so eine Röhre. Die sind meistens sehr interessant, weil man findet hier viele Sachen drin. Jetzt gerade in der mal nicht, aber normalerweise findest du da viele Sachen. So. Und wir müssen wieder hoch. Oxygen. Und müssen als allererstes mal dafür sorgen, dass wir jetzt hier Futter bekommen. So, wir haben kein Salz dabei, sonst könnten wir die alle schön pökeln. So, man muss aufpassen, man kann nämlich auch die Blasenfische kochen. Aber das wollen wir gar nicht, aus dem wollen wir ja Wasser herstellen. Deswegen tun wir vorsichtshalber die erstmal zu Wasser umwandeln. So. Gut, jetzt haben wir hier noch Fische. Die haben wir auch alle verbraucht. Was haben wir hier noch? Da wird was Neues angezeigt. Energiezelle wird als neue angezeigt. Ach, das ist die große Energiezelle. Das ist die Batterie, das ist die Energiezelle. Genau, die haben wir auch noch. Und dann hier haben wir sonst, ansonsten haben wir hier nichts. Wir können noch Glas herstellen. Das heben wir uns mal auf. Achso, wir können Titan herstellen. Genau, wir haben ja ganz viele Platten gesammelt. So, Titan. So, von jeder Platte, die wir draußen sammeln, gibt es immer 4 Titan. So, das war's. Wir können auch Glas herstellen. Allerdings warten wir mal damit, weil wir brauchen manchmal auch Quarz für andere Sachen. Wenn wir alles zu Glas umgewandelt haben, dann kann es sein, dass uns das später irgendwo fehlt. So, wir haben ja auch hier Titan noch drin. Oh Mann, das habe ich natürlich jetzt. Mist, das haben wir jetzt verpasst. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. Ah, jetzt haben wir es verpasst. The reactor will reach a supercritical state in T-10, 9, 8, 7, 6, 5, oh nein. 3, 2. Thank you.
The radiation suit has been added to your blueprint database. Jetzt ist sie in die Luft geflogen. Unsere gute Aurora ist in die Luft geflogen. Und ich hatte gedacht, wir können die vielleicht reparieren. Also wir brauchen jetzt einen Strahlenschutzanzug. So, dafür brauchen wir Fasergewebe und zweimal Blei, müssen wir besorgen. Standard-Tauflasche, dann haben wir hier noch die, die mit der höheren Kapazität. Dafür müssen wir Silbererz haben. Ich weiß nicht, ob wir schon Silbererz haben. Dann könnten wir das schon bauen. Und hier Strahlenschutzanzug, dafür brauchen wir Fasergewebe. Das ist das von den Pflanzen, da müssen wir ein bisschen was abschneiden und müssen auch hier Blei uns besorgen. Hier oben war auch Blei, gell? Nee, Silbererz, genau. Und wir gucken mal kurz hier in unser Lager, was wir denn hier schon so alles haben. Wir haben einmal Blei, haben wir hier schon drin. Da hätten wir auch einen Silbererz. Hm, das ist schon mal sehr gut. So, ich tue mal hier ein bisschen das rein. Das nehmen wir uns raus. Das nehmen wir uns raus. Das Blei nehmen wir uns noch nicht raus. Wir werden mal was essen hier. Gut, jetzt sind wir natürlich ein bisschen überlastet mit Sachen, die wir jetzt hier schon drin haben. Da müssen wir draußen mal was in unsere Tonnen packen. So, hier ist noch genug Platz. Da machen wir erstmal das Titan rein. So, wie sieht es denn hier aus? Mittlere Kiste. Da ist auch noch Platz drin. Ich tue mal hier die Tischkorallen da rein. Und ein bisschen was heben wir uns auf. Ja, den Rest heben wir uns erstmal auf. So, jetzt müssen wir noch Blei finden. Aber eventuell können wir die Taucherflasche jetzt schon machen. Moment, halt, falsch, hier. Taucherflasche, wir brauchen 4 Titan. Ach, 2x Glas und die Standard-Tauchflasche noch. Gut, die Standard-Tauchflasche haben wir eh dabei. Einmal Titan noch dazu. Dann 2x Glas. Hier oben ist 2x Glas. Und die Standard-Tauchflasche brauchen wir. So. Wir gehen also. Ja, den können wir auch mitnehmen, klar, aber ich wollte hier hingehen. So, das da und die verbesserte Taucherflasche. Ist quasi sozusagen ein Rebreather und jetzt sind von 75 auf 135, haben wir das schon mal gesteigert. Jetzt müssen wir hier Fasergewebe besorgen und noch ein Blei. Das eine Blei haben wir ja schon dabei. Dachte ich. Ich dachte, ich hätte das eingesteckt. Habe ich das noch hier drin liegen? Da ist das eine Blei, okay. Was können wir denn hier lassen noch? Das da können wir hier lassen. Das können wir hier lassen. Den Rest würde ich fast sagen, nehmen wir mal. Hier ist einmal Schlingpflanze, haben wir ja schon dabei. Eine Schlingpflanze haben wir dabei. Da könnten wir eventuell. Fasergewebe brauchen wir 2x Schlingpflanzen. Okay. Einmal muss ich noch reingucken. Sekunde. Wir brauchen für den Anzug. Ah, okay. Wir müssen also noch 3 Pflanzen besorgen. Aber die waren ja nicht so weit weg. Die sind ja gleich hier drüben. Hier unten, das sind ja Fake-Pflanzen. Die verschwinden jetzt gleich. Warum auch immer. Das war früher nicht so. Das sind diese halbhohen Pflanzen. Da kommt. Was ist denn das, was da hinten so... Was glitzert denn da hinten so? Das sind bestimmt Fischchen oder so. Gut, wir gucken mal weiter, ob wir hier noch irgendwas sehen, was wir noch mitnehmen können auf der Rückreise. Und dann hätten wir gleich auch schon den Strahlenschutzanzug. Wir sind ja schon wieder zu Hause. Das ging halt schnell. Gut, erstmal hier raus. So, hier, da und dann wollen wir Fasergewebe herstellen. Und gleich nochmal. Achso, Blei. Genau, fehlt noch ein Blei, gell? So, ein Blei fehlt uns noch. Da ist es. 2x Blei, okay.
Wir müssen also nochmal Blei irgendwo herbekommen. Ich nehme mal den Scanner in die Hand. Oder ich nehme erstmal die... Ja, jetzt wird wieder Tag. Gut, ich nehme den Scanner in die Hand und wir gucken mal hier drüben in unserer Höhle, ob wir da noch ein bisschen was auftreiben können. Titan habe ich... Wir haben momentan nicht so viel Lagerplatz. Also wenn wir später dann irgendwie eine Basis haben, dann werden wir viel, viel mehr Sachen mitnehmen. Aber klar, da geht es noch nicht, weil wir sehr eingeschränkt nur Platz haben. So. Das war Kupfer. Hier hängt so... Was bist du denn? Lochfisch. Du bist ja süß. Du bist ja süß. So. Wir gucken uns mal hier um. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt die tauchen jetzt immer wieder auf, oder was? Früher war das so, dass sie dann weg waren, wenn die irgendwie explodiert sind. Huh. Wo ist es hin? So. Nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Oh nein! Diese blöden Explosionsfische. Warum explodieren die denn? Ich hab denen doch gar nichts getan. Kann ich die scannen? So, den hat man auch gescannt. So, Gravitationsfalle kennen wir schon. Aber hier ist was, was uns interessiert. Sie, wo... Ja, ich weiß nicht, die haben wir, glaube ich, auch schon. Die hatten wir auch schon. So, jetzt müssen wir aber ganz dringend mal nach oben. So, wir müssen noch einmal Blei auftreiben. Und da ist, glaube ich, noch ein Segleiterfragment. Und damit können wir den Segleiter bauen. So, hier ist noch ein Seebojenfragment. And connects to a number of small cave networks. Aha, das ist sehr interessant. Also es gibt hier Höhlen in der Nähe, die wir untersuchen sollten, hat der Computer gesagt. Wenn der Computer das sagt, dann sollten wir es auch tun. So. Gibt es hier noch was zum Scannen? So, da hinten sind noch so Schwebesteine. Aber wir brauchen ganz dringend noch irgendwo ein... Oh, oh, die sind ziemlich böse. Zu denen dürfen wir noch nicht hinschwimmen. Aber vielleicht können wir uns den hier noch holen. So, wir brauchen noch ein Blei. Mist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo eine gute Stelle für Blei ist. Da ist bestimmt wieder ein Explosionsfisch drin. So. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation, followed by eventual asphyxiation. Ja. Deswegen bin ich auch wieder rausgeschwommen. Da hat sie schon recht. Wir sollten erstmal so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Erstmal gucken, dass wir unser Blei noch bekommen. Und dann können wir uns mal um den Segleiter kümmern. Wir gucken gleich mal, wenn wir zurück sind. Wo ist eigentlich unser... Da müssen wir hin. 280 Meter. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja, also Titan haben wir eigentlich auch genug dabei. Da ist ein Pirscher, das ist jetzt ein bisschen doof. Der soll mich hier in Ruhe lassen. Der schwimmt jetzt ausgerechnet in die Richtung, in die wir auch müssen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, und ich sehe gerade, wir müssen leider auch schon wieder aufhören, denn es ist schon wieder Zeit. Das ist Salz, das nehmen wir noch mit. Wir müssen leider aufhören, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir haben ein bisschen was geschafft. Also immerhin haben wir unsere Kapazität von der Sauerstoffflasche schon mal erweitert.
Und ich denke, in der nächsten Runde, da wird es dann hier weitergehen. Da werden wir dann halt auch den Anzug bekommen. Und dann können wir rübergehen zu Aurora und können uns da mal umgucken. Schwimmt er mir noch hinterher? Nee, aber da liegt Technik. Ah, es ist aber, ja, Schrott. Gut, also in der nächsten Folge, da geht es hier weiter. Da gucken wir, was wir noch so alles finden. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hier ein Blick auf zwei von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.